Es geht halt echt nicht. Ist genauso unmöglich wie die verkackten Dings zu trennen, die verkackten. Hier die komischen Tetris-Steine da hinten. Quite impossible, würde ich sagen. Das ist vielleicht einfach nur mal grau aus Holzen. In meinem Hintergrund, die Farben sind grün, lila und blau. So. Das heißt, die darf ich, also hellblau, das heißt, die darf ich alle zusammenpacken, oder was? Nein. Wobei, Moment, jetzt habe ich auch noch mehr da zusammengepackt als nur die. Wenn das wirklich der Fall wäre. What? Ein, sorry. Da, der war ein bisschen überraschend. Da war die Reaktion für die Mute-Taste nicht geben, ja. Wobei ich auch gar nicht weiß, wo das auf dem Dings ist. Naja. Da ist drin. What the fuck? Also wie gesagt, wenn ihr Tipps, ja, für so manche Rätsel habt, also wie zum Beispiel beim Tetris-Stein, ich übersehe da irgendwas. Bei den Tetris-Steinen. Ich habe keine verkackte Ahnung. Und hier bin ich halt auch gerade echt. Ich mache Fragezeichen. Ich produziere Fragezeichen im Endeffekt. Ich stehen dann hier nur. Ich sehe überall grüne, blaue und lila Pflanzen. Überall nur. Da unten ist auch dunkelblau. Dunkelblaue, hellblaue. Gut, in dem Regal aber nur hellblaue. Ja, das heißt, ich schätze mal grün, lila und. Das heißt, die kann man schon zusammenpacken. So. Das Ding ist, dass dann hier oben dunkelblau und... rote sehe ich halt immer. Also ich weiß ja, ob man dunkelblau oder auch mal noch mit reinzählen kann oder nicht. Das ist, könnte man sich dann die Frage stellen, aber... Also wie gesagt, alle Farben trennen ist meiner Meinung nach pretty fucking impossible. Ich jetzt mal diese Grautöne hier so raus. Das Rot muss raus, weil das auch mehr so pink ist hier, ne? Nicht so wirklich lila. Aber also alle Farbtöne, du kannst mir sagen, was du willst, alle Farbtöne ist unmöglich. Es geht nicht. Dass du alle Farbtöne. Da wäre jetzt einfach nur wirklich. Ist halt auch wieder die Frage, muss man dann. Die man rausschmeißen möchte, muss man die dann noch trennen? Oder reicht das, wenn die... Da jetzt nur... Ups. Okay, anscheinend muss man die nicht trennen. So, dann ist das nämlich hier, dann ist das... Das ist wirklich ein Lila und das war mehr so pink. Das ist eher so lila. Faszinierend auf jeden Fall. Also gelb fliegt auf jeden Fall raus. Grün bleibt drin. Rot fliegt raus. Das komische Lila fliegt raus anscheinend. Oder sortieren wir gerade nach Farben, nach hellen und dunklen Farben. Das hat gar nichts mit den Blumen zu tun, die hier sind. Ich hätte auf jeden Fall gesagt, dass Schwarz und Blau eins rein muss.
oder Zynus zusammengehört irgendwie. Ja, ist das wieder zugegangen? Das ist aber nicht die nette Art. Kannst du mir bitte wieder aufgehen? Okay. Huh. Okay. Warum? Die roten fliegen raus, die lilanen fliegen raus, gelb fliegt raus. Ist eigentlich doch nur grün? Eigentlich nur grün. Warum geht das immer wieder zu, Spiel? Muss ich das jetzt mal aufmachen? Ich. Oder gehört Lila noch dazu jetzt auf einmal? Dann doch. Warum geht das immer wieder zu? Ist doch beschiss hier. Was ist eigentlich hier oben? Oben ist, geht's wahrscheinlich jetzt weiter, wenn. Achso, hier ist sogar eine Tür zu einfach. Was haben wir denn da gemacht? Hier haben wir. Lila und Rot und Schwarz und Blau zusammengepackt. In ein Ding. Dass das allerdings wirklich jedes Mal jetzt zugehen muss, finde ich schon a little bit dumm. Das soll einfach ein Mechanismus gegen Try and Error sein soll. Und die Labyrinthe sind ja automatisch so ein bisschen Try and Error. Und das ganz rausnehmen zu wollen, finde ich, ist schon. Ist schon frech. Wenn man möchte, dann ist das echt Bullshit. Wenn man es nicht macht, dann guck mal da. Ach man, ey. Ich bin halt jetzt mittlerweile echt schon am überlegen, ob das jetzt was mit der Farbgebung zu tun hat oder ob das was mit den Blumen zu tun hat, die hier überall rumstehen. Ich meine, hatte hier das was mit den Blumen zu tun? Hier hattest du Rot, Orange, Gelb, Lila. Und Grün eigentlich auch. Da waren irgendwie alle Farben gegeben, aber hier musstest du einfach nur trennen. Das war halt legit mal nicht so hart. Das habe ich auch verstanden, aber sobald das hier in diesen Raum geht, hört das Verstehen so ein bisschen auf. Also muss bestimmt irgendwie ähnliche Farbtöne irgendwie zusammenmischen. Das eine sind ja so Rottöne. Weil, also wenn es danach geht, also ich glaube Gelb und Blau, Gelb und Grün und dieses Hellgrün sind auch nicht so weit auseinander. Ja. Entsprechend. Das Problem ist halt echt. Im Endeffekt so. Gut, jetzt sind wir halt nicht am Ziel, aber das ist halt theoretisch, glaube ich, so die Antwort.
verstehe ich halt jetzt gerade mal wieder so. Nicht ganz so wirklich. Weißt du, und dann denkst du jedes Mal, oh, da passiert gerade was, und dann geht nur wieder die blöde Klappe zu. Meiner Meinung nach müsste man Rot und Lila, Schwarz und Blau und Gelb und Grün zusammen machen. In ein Feld. Aber ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert hat. Und im Endeffekt ist es da unmöglich. Du hast halt irgendwo hast du immer einen Punkt, wo du wo es nicht mehr weitergeht. So. Und daher ich spiele auch überhaupt keine Lust hat zu zeigen. Wo es wirklich weitergeht. Also, oder welche falsch sind. Das ist ja nicht rot am Leuchten oder so hin. Könnte man das Ganze als Problem auftun. Jesus Christus, Maria und Josef. Scheiß Platte, die da jedes Mal dazu geht. Ey! Ich würde mal interessieren, ob da irgendwer eine Ahnung hat, wie das so funktioniert hat hier. Genauso wie bei den Tetris-Steinen. Da bin ich auch echt. Weißt du, da hatte ich eigentlich gedacht, jetzt hätte ich es verstanden, aber dann doch nicht. Insbesondere weil ich ja auch schon schräge Tetris-Steine gesehen habe in dem Ding. Das habe ich halt auch. Weiß ja nicht, das macht auch wenig Sinn, dieser. Wahrscheinlich bin ich gerade voll still, weil ich bin, aber ich bin gerade ein wenig am Resignieren. Weil es halt mittlerweile so viele Rätsel sind, wo ich echt ein Fragezeichen dran setze. Ich habe keine Ahnung. Ich habe wieder einmal keine Ahnung. Ich bin echt. Hat bestimmt irgendwas mit den Farben an sich so zu tun. Und eventuell mit den Blumen, ja. Aber eventuell auch nicht. Das mit den Blumen, da bin ich mir mittlerweile schon gar nicht mehr mal so sicher. Ich meine, das hier geht auch nicht, ne? Ja. Dann irgendwie ein ähnliches Farbspektrum oder so eine Scheiße. So, ich würde jetzt sagen, wir suchen uns jetzt noch eine Stelle, wo wir beim nächsten Mal weitermachen. Und dann machen wir einen Cut. Weil, ich bin ganz ehrlich. Was sind wir machen? Oh Moment, hier sind wir runtergekommen, ne? Oh, ja. Langsam, aber sicher, ey. Joggen wir am Strand. Entspannungsjoggen am Strand. Wäre bestimmt cool, wenn wir am Strand leben. Wobei dann gerne auch nicht so, weil alles, was haustechnisch in Meeresnähe wohnt, ist unfassbar schön am Durchziehen. Und da geht ziemlich schnell der Schimmel rein. Wenn man nicht aufpasst. Was wiederum nicht so cool ist. Was ist das denn hier? Okay. Well, okay. Hier ist noch ein Weg. Oh, der in der Sackgasse landet. Das ist einfach so ein bisschen strange. Hat diese Ruine ein Rätsel für uns bereit? Das ist doch irgendwie so eine Steinfigur, die nicht an das Glas kommt, ne? In seinem Schatten hat er das Glas schon.
Aber auch nur unserem Schatten. Das ist aber auch kein... Das ist kein Rätsel und nichts. Ah, nicht! Laufen wir mal wieder zurück. Und laufen wir mal wieder ein bisschen... Da, das sieht doch gut aus. Also wie gesagt, wir haben mittlerweile haben wir so viele Stellen. Wobei jetzt mittlerweile, also mit dem Tetris-Stern... Vielleicht geht das rudimentäre Tetris-Verständnis da doch dann irgendwie rein. Was ist das denn? Das ist crazy Snock. Okay, gut, aber wir fangen erstmal hier an diesem asiatisch wirkenden Tempel an. Zack, so, da gehen wir jetzt rein. Erstmal außen gucken. Ist hier irgendwas? Wahrscheinlich muss man hier anfangen. Ne? Die Tür war doch offen, oder nicht? Achtung. Ach ne, Moment, das ist nur eine Seite von der Tür. Beziehungsweise, das war so eine Tür da drin. Okay. Und hier ist das andere Ding. Ich verstehe. So. Hier sind immer innen so Dinger, aber die sind irgendwie alle noch nicht aktiv. Nein. Das ist ja auch interessant, ey. Das ist sowas, wie ich denke, das. Aha, das ist der Baum im Weg. Man muss jetzt da irgendwie so drauf gucken, dass dann nicht den Baum. Oder dass ich eventuell das eine Ding nicht sehe. Okay, keine Ahnung. Ja, gut. Sieht spannend aus. Ich würde sagen, hier machen wir beim nächsten Mal weiter bei dem Bonsai-Dings. Ja, bis zum nächsten Mal. Und ja, schreibt eventuell, wenn ihr wisst, oder wenn ihr Ideen habt für manche Rätsel, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. So dumm das auch gerade klingen mag. Aber ich möchte mich ungern in Lösungen reingucken. Wirklich sehr ungern. Das wäre echt ein bisschen schade so. So, dann jetzt aber wirklich bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.